Am Anfang gab es eine Frau namens Gertrude Hoffmann, die gerne die Sonntagspredigten mitschrieb. Ihr gehörte ein Haus in der Krummgasse. Im Keller gab es eine Druckerei, in der sie eben diese Predigten druckte, um sie später an die Gemeindemitglieder der Baptistengemeinde Mollatgasse zu verteilen. Sie wollte, dass mit ihrem Haus nach ihrem Tod etwas Sinnvolles passiert. Sie hat sich gewünscht, dass das Haus für missionarische und diakonische Aktivitäten genutzt wird. Sie vererbte ihr Haus der Diakonie in Berlin, die es den Baptisten in Österreich zur Verfügung gestellt haben. Genannt wurde es Haus Bethel. Die Frage war nun, was wird aus dem Haus gemacht? Und wie kann der Traum der Gertrude Hoffmann in Erfüllung gehen? Man entschied, ein Studentenwohnprojekt zu gründen, in der Hoffnung, dass dort auch mal eine Gemeinde entstehen würde. 9 Jahre später, nach viel Umbauarbeit, gab es ein folgenschweres Fondue-Essen. Es ging darum, endlich diese Gemeinde zu gründen. Wenig später fanden sich 7 tollkühne Visionäre zusammen, um sich diese Aufgabe anzunehmen. Wir schreiben das Jahr 2001. Wie soll diese Gemeinde aussehen? Viele Angebote soll sie haben: zusammen leben, arbeiten und wohnen. Jesus Christus soll im Mittelpunkt stehen. Diakonische und gesellschaftliche Projekte sollen Platz haben. Menschenfreundlich und weltoffen. Lebensnah, musikalisch, künstlerisch und kreativ soll sie sein. Wir wollen den Glauben in Gemeinschaft erleben und die Nachbarschaft und die Stadt verändern. Und wie soll sie heißen? Projekt Gemeinde. Ein Projekt, eine Gemeinde zu gründen, die immer ein Projekt bleibt und viele Projekte ins Leben ruft und unterstützt. In den zarten Anfängen gab es alle 14 Tage einen Gottesdienst im Keller der Krummgasse, der vom Haus Bethel zur Verfügung gestellt worden war. Nach und nach kamen ein paar Leute hinzu. Hier mal einer, da mal eine. Aus einem Gründungsprojekt entstand eine kleine Gemeinde, die durch die stets kommenden und gehenden Studenten des Wohnprojekts immer wieder eine neue Farbe erhielt. Der Keller füllte sich sonntags mehr und mehr mit Leuten und immer mehr Aktivitäten entwickelten sich um die Gemeinde herum. Alle möglichen Leute kamen zusammen, junge und ältere, Paare und Singles, Arbeiter und Arbeitssuchende, Studenten und Schüler, Österreicher und Deutsche. Ja, einige Deutsche. Mexikaner, Amerikaner, Afghanen und Iraner und einige andere mehr. 2007 war es dann klar, der Keller wird zu klein. Nur wo können wir jetzt Gottesdienste feiern? Ein neues Projekt entstand: Gottesdienste in der Musikuni. Mit vollem Eifer und einer Menge Arbeit vor und nach dem Gottesdienst verlagerten sich die Gottesdienste in die Musikuni. Level 2. Die Gemeinde wuchs weiter. 50 Mitglieder zählte sie schon und der Freundeskreis und Bekanntenkreis wuchs noch stärker. Manche sind Freunde, manche sind Freundesfreunde, manche sind regelmäßige Besucher. Und manche sind nur einmal oder gar nicht in einem Gottesdienst und gehören trotzdem dazu. Viele sind Mitarbeiter und das teilweise auch ohne Mitglieder zu sein. Die Gottesdienste in der Musikuni sind toll
Sie waren jedoch nicht die volle Lösung. Viel Zeit und Arbeit floss in den nun regelmäßigen Gottesdienst in der Uni. Und auch finanziell kam man an die Grenzen. Der Keller war zu klein, aber der finanzielle Aufwand, um jeden Sonntag in der Uni zu sein, zu groß. Im Gebet brachten sie ihr Anliegen vor Gott. Wir brauchen Räume. Nach einiger Zeit und einigen Möglichkeiten ging es dann ganz plötzlich. Herbst 2010. Die Krummgasse 6 wird frei. Nur einen Katzensprung entfernt. Das Haus Bethel und die Projektgemeinde fackelten nicht lange und machten es möglich. Das Projekt Krummgasse 6 wird Teil der Vision. Level 3. Gegenwart. Haus Bethel investiert 30.000 Euro für den Ausbau und die Renovierung der Krummgasse 6 und macht sich auf die Suche nach tragenden Spendern. Die Projektgemeinde investiert viel Zeit und Arbeitskraft für die Renovierung und mietet sich in die Räumlichkeiten ein. Zusammen wollen sie es schaffen, das Projekt auf die Beine zu stellen und zu tragen. Nun sind die neuen Räume da. Und schon einige Ideen und Projekte sind gestartet. Ein Lebensberatungszentrum mit Therapie, Coaching und Beratung. Deutschunterricht. Nutzung für Konferenzen und Besprechungen soll ermöglicht werden. Gottesdienste und andere Veranstaltungen sollen Platz haben. Liebe Freunde und Mitglieder der Projektgemeinde, die Vision von einer Lebens-, Arbeits- und Wohngemeinschaft verwirklicht sich mehr und mehr. Räume öffnen sich und wollen gefüllt werden. Wie geht es weiter? Welches Projekt willst du ermöglichen? Welche Ideen und Visionen hast du? Wie schaffen wir es, die Miete und die Kosten zu tragen? Und was sind die nächsten Schritte, das Projekt Krummgasse 6 und 7 und die Musikuni auf das nächste Level zu stellen?